Ja, da sind wir wieder. Wollen wir mal gucken, ob ich heute einen guten Tag habe oder nicht. Aber das gucken wir erstmal im Abenteuermodus. Da will ich jetzt nichts mehr riskieren. Wir nehmen... Nehmen wir den Bläuling? Sie hatten wir einmal gespielt, aber das lief nicht ganz so gut. Sie haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Also, Piratenpower. Oder hatten wir sie doch schon mal gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, gucken wir mal. Wir haben inzwischen ein paar mehr Striche an der Wand. Rein da. Und schauen wir mal. Und da es kein Daily ist, können wir auch gleich mal anfangen, wie sie sich mit Gold ausgeben und so. Zing. So, ich wollte was ausprobieren. Es klappt, okay. Weil jemand meinte, mit der Peitsche schlägt man auch nach hinten und nach oben. Was jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch klingt. Aber ja, das werde ich jetzt in diesem Leben etwas mehr ausprobieren. Das heißt, ich muss gar nicht immer so warten, bis der an mich rankommt und dann nach oben springen und schlagen und was weiß ich, sondern ich bleibe einfach stehen. Peitsch. Und so wird alles weggehauen. Ah, okay, ich muss nur im richtigen Zeitpunkt peitschen. Das könnte der Haken an der ganzen Sache sein. Nicht in die Stacheln, danke. Du kommst mit. Zoin. Das ist ein ganz schön weiter Fall gewesen. Du bleibst aber erstmal da. Du musst nämlich weg. Nein. Weißt du was? Ich nehme uns beide mit. So, nochmal das Ganze. Yeah. So. Dich hätten wir schon mal. Wenn du hier vorne ein Skelett wärst, wäre es ganz schön garstig. Bist du aber Gott sei Dank nicht. Du auch nicht, okay. Nix. Gold sieht schon mal gut aus. Fehlt nur Blondine und nicht getroffen werden. Oh, Kiste und Truhe. Noch besser. Und ich höre eine Blondine. Irgendwo. Hier. Aber noch ganz schön leise. Wahrscheinlich noch eine Etage tiefer. Okay. Peitsch. Oh, da ist schon der Ausgang. Okay. Dann war es wohl doch oben. Muss ich jetzt ganz zurück nach oben. Wow. Oben laufen. Das fände ich jetzt nicht so toll. Aber na gut. Was tut man nicht alles für einen blonden Schopf? Ja, das Schreien wird lauter. Komme ich da noch hoch? Warte mal. Ja, okay. Guck mal nach oben. Jo, da ist sie. Fast direkt am Eingang. Komme ich so aber nicht wirklich wieder hin. Und ich will nicht noch ein Seil aufgeben. Also tut mir leid. Du musst da bleiben, wo du bist. Nicht in die Stacheln. So. Weg hier. Kein Küsschen. Unter 10.000. Aber nicht so wirklich unsere Schuld. Also. Ja, eigentlich doch. Ich sollte immer, bevor ich nach unten gehe. Also das Ganze ist ja quasi in Etagen aufgeteilt. So. 4 Stück pro Level. Das hier ist die erste Etage. Und bevor ich eine Etage runtergehe, also irgendeinen Weg, wo man nicht zurückkommt, sollte ich erstmal links und rechts schön gucken, was da so alles ist. Und ich will hier die Truhe haben, meine Kiste. Die da oben kriege ich ja leider nicht. Oh, ist okay. Oh, da ist noch eine. Das ist gemein und ich komme hier eh nicht raus. Also gut, komm. Ich spreng mal noch weg. Ja, hier. Ich würde gerne Bomben irgendwie anzünden können, in der Hand behalten und dann wegschmeißen. Dass sie erst also quasi sich so werfe, dass wenn sie an der Decke ankommen, explodieren. Und nicht von der Decke abprallen, runterpurzeln, mich treffen und dann explodieren. Noch mehr Bomben. Können wir uns doch glatt bis hier runterbomben, oder?
Ja, können wir. Eigentlich würde ich auch gerne zum Shopkeeper und da noch mehr Bomben kaufen, aber das sollte ich wohl nicht von hier aus machen. Und ich glaube, wir werden noch eine Bombe brauchen. Jo. Komme ich hier noch weg? Mal gucken. Jo, okay. So, du kommst mit. Natürlich ist hier auch kein Ausgang, sondern wir müssen noch mehr Bomben. Wie viele Bomben haben wir jetzt schon verbraucht? Also wir bekommen immer neue, das ist auch schön so, aber hätten wir die nicht alle verbraucht, hätten wir jetzt richtig viele. So, schwupp. Also das mit dem um sich rumpeitschen, muss ich echt noch üben. Bisher bin ich nicht so wirklich davon überzeugt. So, ich hätte gern dich. Ich hätte gern dich. Ich hätte gern Seile, sehr schön. Und jetzt hätte ich eigentlich gerne mehr Zeit zum Laufen, weil der Geist kommt gleich. Und ich muss ganz bis zu dem Shop zurück. So. Oh, das ist noch eine Truhe. Das wird mein Verhängnis sein. Hoch, 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 hoch. Ja. Wer kommt denn da? Dich hätte ich gerne und dich nur für den Fall, dass ich mich irgendwo durch... Warte mal. Hops. So, wo ist der Geist? Irgendwo anders. Oh, da ist der Geist. Ja, nö, raus. Wir haben 19 Bomben. Sind wieder auf 4 Leben. Eine Spitzhacke. Soweit okay. Zeug. Gold ist nicht so berauschend, aber... So. Ich sollte damit aufhören. So. Da hätte auch eine Spinne drin sein können. Nicht gut, nicht gut. So, dich hätten wir noch gerne. Oh, noch ein Shop. Und ich höre eine Blondine. Okay, wir hätten gerne Seile. Und einen Fallschirm. Nicht noch mehr Bomben. Nein, danke. Eigentlich hätte ich dich ganz gerne wieder. Danke. Will ich dich nämlich nicht oben lassen und dann nicht wieder hinkommen. Das hatten wir schon zu häufig. So, Blondchen, wo bist du? Direkt nicht. Nee. Ich wollte mich doch veräppeln. Ja, nee, ich glaube, das wird nichts mit ihr. Machen wir das Beste draus. Nehmen hier alles mit. 22. Ist doch eigentlich schon fast eine Herausforderung, dass wir nach oben gehen sollen und einen Weg zu ihr springen, oder? Dass wir so viele Bomben haben. Vorsicht. Warte mal. Weg nach draußen schaffen. Noch eine Spitzhacke. Okay. Dann machen wir mal die hier kaputt. Und schnappen uns die andere. In Dreck, wo kein Gold funkelt, kann auch kein Gold drin sein, ne? Ja, sieht fast so aus. Und kaputt, okay. Dann hätten wir jetzt gerne die da. Und wären eigentlich fertig. Richtig, raus hier. Weil Geist kommt gleich und das passt schon. Kein Küsschen. Gut Gold gemacht. Neue Spitzhacke in der Hand. Ist okay, soweit. Da ist ein Küsschenstand. Das war cool. Oh. Aber es war richtig cool. So, Spinne. Okay. Wir würden gerne hier durch. Wir würden gerne von dir... Na, zu nah rangelaufen. Okay, wir müssen beim Küsschenstand ein bisschen was ausgeben. Das wird sonst so nix.
Wow. Ich dachte eigentlich, da wäre ein Kali-Schrein. Und nicht sowas hier. Ich habe den Küsschenstand vergessen. Oh, okay. Es ging wohl am Küsschenstand vorbei. Ja, hops. Zoink. Sehr gut. So, du weg. Küsschenstand, Küsschenstand, wo bist du? Hier oben irgendwo. Ja, sehr gut. So, wir hätten gerne einen Kuss. Ein Kuss. Und ein Kuss. So, jetzt sollten wir auch bald mal nach unten. Hallo. Ja, wo ist unsere Spitzhacke? Oh, oh, oh. Ernsthaft, wo ist unsere Spitzhacke? Ist sie dabei kaputt gegangen? Nee, ich habe sie bestimmt oben irgendwo liegen lassen. So. Ist meine schönen Seile. Warte mal, von hier komme ich doch? Nein. Komm schon, von hier. Alle hopp. Ich will nicht noch ein Seil ausgeben müssen, muss ich aber. Okay. Hoch. Hoch. Oh, oh, Geist kommt. Runter, 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 weg. Da riskiere ich nichts. Wir haben uns gerade Küsschen hart erkauft. Da will ich nicht an einem Geist sterben. Von wegen Instant-Tod und so. Oh, 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 Fröschchen. Na, komm her. Willst du jetzt da abhängen, hm? Ein Piranha. Ein Rubin. Und ein sehr nerviger Frosch. Hat eine richtig fiese Dicky-Falle. Und eine richtig doof platzierte Blondine. Okay, da müssen wir von oben ran. Das heißt, wieder ein Seil ausgeben. Hier sind hoffentlich Seile drin. Nein, noch mehr Bomben. Hier wäre so ein Wurmeingang. Das war doof platziert. Ich glaube, hier stirbt sie. Nee. Müsste sie überleben. Nein, tut sie nicht. Das war nicht so schön. Aber ich glaube, es geht mit der Leiche auf. Ist nur die Frage, ob wir überhaupt noch dahin wollen. Aber, ja, ist eh kein Daily. Also, wir wollen dahin. Komm, Wurm. Wurm. Ah. Hab's. So, 21 Bomben. Dann müssen wir doch durch den Wurm durchkommen, oder? Im Notfall springen wir einfach die ganzen Wege runter. Oh, 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 oh. Weg mit. Warum stirbst du nicht? Hm. Also an uns gehen sie kaputt, an der Peitsche nicht so wirklich. Ein richtiger Irrgarten hier. Mit viel Gold. Also so hohen Spinnen. Peitsch, peitsch. Gibt's hier unten einen Geist? Das wäre komisch. Zoink. Nicht drin stehen bleiben, sonst stirbt man instant. Oh. Wir werden von komischen Knubbeln verfolgt. Da ist ganz viel Säure. Da ist der Dolch. Oh oh, so falsch. So, weg mit dir. Okay. Flup. Hey, was hat mich da getroffen? Ach so, eine Blase. Hm. So. Messer, Messer. Ich will echt gerne mal hier rauskommen. Wie kriegen wir das da unten weg? Oh, 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 oh,
Wie lang ist das hier? Stirb. Hier springen. So. Ich muss unbedingt einen Küstenstand finden, wenn ich wieder raus bin. Wir haben viel zu viele Lebenspunkte verloren. So, du kommst mit, du kommst mit. Du kommst. Wo kommst du her? So, ich höre eine Blondine. Und unten links ist der Ausgang. Njum, 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 njum. Ah, dieses grüne Knubbelding da. Also ja, hier sind überall grüne Knubbeldinger, aber das zuckende grüne Knubbelding. Das da. Oh. So. Neuer Charakter freigeschaltet. Du bist keine Blondine. Du bist ein glatzköpfiges rotes Ding mit einem Pflaster auf dem Kopf. Und du bist ganz schön aggro. Wir brauchen Küsschen. Und er ist tot. So, stirb, 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 stirb. Oh, das Teil ist ganz schön mächtig. Und Ausgang. Sehr schön, raus hier. Wir haben 4 Herzen verloren. Und sind jetzt wieder im Dschungel? Okay. Tiki-Falle. Also ich gehe in einen Riesenwurm rein, befreie eine Holdemaid und so einen komischen roten Kerl und werde dann bestimmt gleich von der Tiki-Falle umgebracht. Das sehe ich jetzt schon kommen. Bitte kein Piranha, bitte kein Piranha. Nein. Gut. Hallo. Explosionsfrosch. Puff. Zoing. Oh, eine Kiste. Und eine Blondine. Und irgendjemand, der sich selber aufgespießt hat. So. Also diesmal richtig Bomben. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, sieht gut aus. So, du kommst mit. Da ist der Ausgang. Guti. Habe ich das Messer noch? Ja, wo habe ich noch? So, noch ein bisschen Gold sammeln. Wir haben noch gar keine große Spinne gesehen, fällt mir gerade auf. Da riskiere ich nichts. Große Spinne wäre nämlich sehr praktisch. Zum einen bräuchten wir nur eine Bombe, um sie töten. Und wir könnten dann dieses Sticky-Zeug bekommen. Hallo, Tunnelmann. 2 Bomben. Ja, kannst du haben. Sehr schön. Also wir können jetzt jederzeit ins Eislevel. Das heißt, ich kann da auch mal ein bisschen üben. Hallo, Alien. Wie kommen wir zu ihr? Ich glaube, ich muss hier sprengen. So. Kommst du mit? Da unten ist eine Mine. Daran habe ich noch gar nicht geübt. Da ist der Ausgang. Ja, wir riskieren einfach gar nichts. Und liefern dich ab. Oh, eine Kiste. Mit einem Fallschirm. Ich glaube, ein Fallschirm ist hier eine sehr gute Sache. Die Mine will ich nicht auslösen. Nö, komm, einfach raus. Einfach raus. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man runterfällt. Also richtig runterfällt hier. Am untersten Ende des Levels. Wenn man einen Fallschirm hat. Oh, die machen ja süße Geräusche. Okay. Irgendwo wurden ganz viele Minen ausgelöst. Oh, die Aliens können... Oh, die können für uns den Weg frei machen. Das ist ja mal praktisch. Na, 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 na. Dankeschön. Okay, das kann man bestimmt irgendwann mal für seine Zwecke nutzen. Aber jetzt wollen wir... Doch, jetzt müssen wir hier runter. Sieht mir immer zu fallschadig aus. Obwohl, jetzt könnte es gehen. Warte mal. Hops, genau. Dann hätte ich gerne noch hier die Kiste. Genau. Und hier die Kiste.
Hälfte. So. Oh, oh, oh. Mach mal. Oh, 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 oh. Und tot. Das war kein so schönes Ende. Hilfe, ich falle immer noch. Du hast einen Fallschirm, verdammt. Nee. Aber gut, das war eine sehr schöne Aufwärmrunde. Hätte auch eine gute Daily sein können, aber war es leider nicht. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Munter wären wir auch schon wieder. Jetzt die Tagesaufgabe. Eben gerade lief das ja richtig gut mit dem normalen Spiel. Also 70.000 und tierisch viel Gold ausgegeben und durch den Wurm durch und was weiß ich. Oh, neuer Charakter freigeschaltet. Ja, also... Oh, das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. So. Okay, alles gut, alles gut. Das Gold da hätte ich gerne. Und die... Zack. Die kleinen Freuden des Lebens. So, lohnt sich das überhaupt hierher zu gehen? Begrenzt. Ja, nicht wirklich. So, raus, raus. Hier geht's runter. Peitsch. Die Vase kommt auch noch mit. Alles leer. 2500 Gold bisher. Und das ist echt mau. Okay. Dadurch, das wäre eine Pfeilfalle hier gewesen. Nix. Nix. Alle Vasen leer. Oh, wart mal. Na! Ich bin auf Stacheln gefallen. In Level 1. Das ist nicht schön.